Halo, guten Tag, dobro, dobrodošli u novi trening. Prevodimo sa našeg na nemački jezik. Rečenice su srednje težine, A2 nivo. Čitam vam pet rečenica na našem. Pročitam ih brzo na nemačkom i onda ih prevodimo. Znači imamo pet tura po pet rečenica. Nadam se spremni, krećemo odmah. Ok, dakle ja čitam prvo pet. Danas je izuzetno vruće, sinoć je jedva spavala, želeo bih da vas upoznam sa novim timom. Niko nam nije rekao da je prodavnica zatvorena i neki zaposleni ovdje nisu baš srećni. Heute ist sehr heiß, sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Ich möchte Ihnen das neue Team vorstellen. Keiner hat uns gesagt, dass der Laden geschlossen ist und einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Malo čuli, malo ne, čisto da ostane nešto u učima od reči koje vam treba i sad ćemo mi to sve polako da prevedemo. Pet po pet. Also, danas je izuzetno vruće, što i jeste. Makar ovdje kod mene. Krećemo. Ekstrem. Ekstremno vruće, tako i mi kažemo. Dakle, heute ist sehr heiß. Heute ist extrem heiß. Ekstremno je vruće. Heute ist extrem heiß. A pitanje bi bilo wie ist das Wetter heute? Čisto i to da obnovimo. Wie ist das Wetter heute? Bei euch, kod vas. Wie ist das Wetter heute? Bei uns ist es heute sehr heiß. Heute ist es sehr extrem heiß. Dobro. Ajmo broj 2. Ona je sinoć jedva spavala. Prošlo vrijeme. Jedva je kaum. Perfekat. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Warum ist sie so müde? Warum ist sie so müde? Ili warum sieht sie so müde oder schläfrig aus? Zašto izgleda tako pospano? Warum sieht sie so schläfrig aus? Warum ist sie so müde? Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen und deshalb ist sie müde. Deshalb sieht sie schläfrig aus. Sie hat gestern Nacht kaum geschlafen. Dalje. Voleo bih da vas upoznam sa novim timom. Kada dođemo u neku firmu da radimo. I Lajta kaže. E sada, vas. Može biti oih. A može biti i inen. Ako persiramo. Da vam predstavim novi tim. Ich möchte euch, ich möchte Ihnen das neue Team vorstellen. Ich möchte euch oder vama, ne persiram, ili Ihnen persiram. Ich möchte Ihnen das neue Team vorstellen. Da vam predstavim novi tim. Willkommen, dobrodošli. Ich möchte euch das neue Team vorstellen. Dobro. Niko nam nije rekao da je prodavnica zatvorena. Šta je ovo? Šta se dešava? Niko nam nije rekao da je prodavnica zatvorena. Tajna. Niko, keiner hat uns gesagt, dass der Laden geschlossen ist oder dass der Laden zu ist. Zu. Zatvoren. Keiner hat
uns gesagt, dass der Laden geschlossen ist oder zu ist. Geschlossen, schließen, geschlossen. Keiner hat uns gesagt, dass der Laden geschlossen ist. Das i glavu na kraju, tako. Ok, i broj 5, neki zaposleni ovdje nisu baš srećni. Einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Einige Mitarbeiter sind hier nicht glücklich. Dazu etwas. Sie werden kündigen. Sie werden kündigen, weil sie nicht glücklich sind. Zum Beispiel nicht so zadovoljni sa platom, verovatno, ili sa radnim vremenom. Sie sind mit dem Gehalt, und Arbeitszeiten nicht zufrieden. Sie sind mit Gehalt und Arbeitszeiten nicht zufrieden. Sie werden kündigen. Sie sind hier nicht glücklich. Ok, idemo dalje. Samo da vidimo koje su nam sljedeće rečenice. Čitam prvo na našem. Osjeća se sam, usamljen u ovom gradu. Ovdje će se mnogo stvari promijeniti. Čudne stvari se stalno dešavaju u ovoj seriji. Ona je već otišla u krevet i ne, nisam iz Njemačke, već sam iz Švajcarske. Er fühlt sich in dieser Stadt allein oder einsam. Hier werden sich viele Dinge ändern. In dieser Serie passieren ständig komische Sachen. Sie ist bereits ins Bett gegangen und ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz. Dakle, on se osjeća sam u ovom gradu. Er fühlt sich in dieser Stadt allein oder einsam. Einsam usam. Er fühlt sich in dieser Stadt allein oder er fühlt sich in dieser Stadt einsam. Er kennt niemanden hier. Ne poznaje nikoga ovde. Er kennt niemanden hier und er fühlt sich allein. Er fühlt sich einsam. Er fühlt sich in dieser Stadt, dakle die Stadt, ženski rod, dativ, in dieser Stadt fühlt er sich allein, einsam. Er kennt niemanden hier. Dobro, ovde će se mnoge stvari promijeniti. Hier werden viele Dinge ändern. Hier werden sich viele Dinge ändern. Hier in dieser Firma werden sich viele Dinge ändern. Sada kad imamo novog šefa, jetzt haben wir einen neuen Chef. Jetzt haben wir einen neuen Chef und ich denke, dass hier sich viele Dinge ändern werden. Hier werden sich viele Dinge ändern. Čudne ili smešne stvari se stalno dešavaju u ovoj seriji. In dieser Serien passieren ständig komische Sachen.
ständig in dieser Serie passieren ständig komische Sachen. Komisch može značiti čudan ili smiješan. Čudne stvari se dešavaju in dieser Serie passieren ständig komische Sachen. Ständig, wie immer, ständig, stalno. Ich mag diese Serie, weil in dieser Serie komische Sachen passieren. Sviđa mi se jer se stalno nešto čudno dešava. Broj 9 već je otišao u krevet. Sie ist bereit, sie ist schon ins Bett gegangen. Sie ist bereits, sie ist schon ins Bett gegangen. Dakle, bereits ili schon, već. Dakle, wo ist sie? Sie ist bereits ins Bett gegangen. Sie ist müde, sie ist bereits ins Bett gegangen. Ins Bett, das Bett, Akkusativ in das Bett. I posljednja iz ove runde, nisam iz Njemačke, već iz Švajcarske. Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz. Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz. Dakle, aus je iz. Ispred Njemačke nemamo nikakvog člana. Švajcarska znamo je die Schweiz, tako ženskog roda, tako da u dativu je aus der Schweiz. Woher kommst du? Kommst du? Woher kommst du? Dakle, dolaziš. Kommst du aus Deutschland? Nein, ich komme nicht aus Deutschland, sondern, već aus der Schweiz. Treća runda. Ja bih volio da živim pored mora. Želimo vam srećan put. Možete li, molim vas, prestati sa tim? Morate govoriti glasnije da bi vas ona čula i bilo bi lepo da dođeš po mene na stanicu ili gde već. Znači, broj 11. Ja bih volio da živim pored mora. Ko ne bi? Ich möchte gerne am Meer wohnen. Wo möchtest du gerne leben? In der Stadt, auf dem Land oder am Meer? Debi živio. Wo möchtest du gerne leben? In der Stadt, auf dem Land oder am Meer? Ich möchte gerne am Meer leben oder wohnen. Ich möchte gerne am Meer, na moru wohnen. Mi vama želimo srećan put. Opet sada vama, znači možemo reći oj ili ono inne. Wir möchten wünschen euch oder Ihnen eine gute Reise. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Eine gute Reise. Wir wünschen euch oder Ihnen eine gute Reise. Можете ли prestati sa tim, molim vas? Können Sie bitte damit aufhören? Können Sie bitte damit aufhören? Der Lärm stört mich. Uznemirava me. Der Lärm stört mich. Können Sie bitte damit aufhören? Ich versuche zu schlafen.
Po kušavam da spavam. Oder ich versuche zu arbeiten. Po kušavam da radim. Ich versuche zu lernen. Po kušavam da učim. Und der Lärm stört mich. Können Sie bitte damit aufhören? Oder kannst du bitte damit aufhören? Prestati, aufhören. Morate govoriti glasnije da bi vas ona čula. Ili ti moraš, ajde. Dobro, zi. Sie müssen lauter sprechen, damit sie sie hört. Oder damit sie ohne was sie hören kann. Da bin ich da was tun. Sie müssen lauter sprechen, damit sie sie hört. Oder damit sie sie hören kann. Sie müssen lauter sprechen. Oder du musst lauter sprechen, damit sie dir. Damit sie dich hört, oder damit sie dich hören kann. Sa dich je lakša, da se spojilo sie i sie. Ali dobro. Ona vas. Bilo bi lepo da dođeš po mene. Ako bi došao po mene. Es wäre schön, wenn du mich abholen kannst. Es wäre schön, wenn du mich abholen kannst. Ich bin am Flughafen. Ich bin am Flughafen und es wäre sehr schön, wenn du mich abholen kannst. Um es zu sagen, hol mich ab, Eli, kannst du mich abholen? Kažem, da baš bi bilo lepo. Es wäre so schön, wenn du mich abholen kannst. Es wäre schön. Bilo bi lepo. Četvrta tura. Možete li doći u moju kancelariju, molim vas? On sedi za svojim stolom i radi. Za mnoge ljude to igra veoma važnu ulogu. Želio bih da, on bi želeo da oženi svoju devojku i definitivno ćemo se uskoro ponovo videti. Možete li doći u moju kancelariju, molim vas? Aha, samo da pročitam, se onda ih nađem. Desuna, könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Er sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet. Es spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Er würde seine Freundin gern heiraten und wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Da bleiben wir sad polako. Možete li doći? Znači, können ili još ljubaznije könnten. Können Sie, možete li, könnten Sie, da li biste mogli? Also, könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Könnten Sie, pardon, bitte in mein Büro kommen? Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich muss Ihnen sprechen. Ich muss mit Ihnen sprechen. Könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Und Sie sitzen vor dem Stuhl und arbeiten. Er sitzt an seinem Tisch. Ein kleiner Schreibtisch. Nee, baš tiš. Er sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet. Wo ist er? Er ist in seinem Büro. Was macht er? Was macht er in seinem Büro? Er sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet. Za mnoge ljude to igra važnu ulogu. Zum Beispiel Geld oder Schönheit oder
der Alter, godište, godine, novac, lepote, za mnoge ljudi igraju važnu ulogu. Es spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Es spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Zum Beispiel Geld spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Oder der Alter spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Schönheit spielt für viele Leute eine wichtige Rolle. Dobro. Idemo, on bi rado da se oženi sa svojom devojkom. Potencijal, konjunktiv 2. Er würde seine Freundin gerne heiraten. Er würde seine Freundin gerne heiraten. Ombi, er würde seine Freundin gerne heiraten. Definitiv ćemo se uskoro videti. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Mi ćemo se sigurno definitivno uskoro bald ponovo vidjeti. Imamo još jednu turu, bio je to samo manji incident. U našim krajevima često pada kiša, ovo možete baciti u smeće. Sastanak će početi za nekoliko minuta. Ne možete uvijek izgledati savršeno. Aha, ovdje imamo 7. Najviše mi se sviđa ova slika i on nam je dao nam je svoje dokumenta. Ovo je novi telefon i vjerovatno je otišla kući. Dobro, ovo je malo veća runda. Dakle, es war nur ein kleiner Vorfall. In unserer Gegend regnet es oft. Das kannst du in den Müll werfen. Das Treffen wird in wenigen Minuten beginnen. Man kann nicht immer perfekt aussehen. Dieses Bild gefällt mir am besten. Er hat uns seine Dokumente gegeben. Das ist ein neues Telefon und wahrscheinlich ist sie nach Hause gegangen. Das war der Penultima. Dakle, bio je to samo manji incident, Vorfall. Es war nur ein kleiner Vorfall. Es war nur ein kleiner Vorfall. Der Vorfall, Unfall, ein kleiner Unfall. Ist jemand verletzt? Nein, es war nur ein kleiner Unfall, Vorfall. Niemand ist verletzt. U ovim krajevima često pada kiša. In dieser Gegend regnet es oft. U stvari u našim, in unsere Gegend regnet es oft. Znači, die Gegend je ženskog roda, tako da ovdje imamo dativ sa er. In unserer Gegend regnet es oft. Wie oft regnet es hier? In eurer Gegend, in unserer Gegend regnet es oft. Ovo možeš baciti u smeću. Možete baciti u smeću. Das können Sie in den Müll werfen. Persiranje. Das können Sie in den Müll werfen. Der Müll, muškog roda. Sie können das in den Müll werfen. Ich brauche es nicht mehr. To mi više ne treba. Ich brauche es nicht mehr.
Sie können es in den Müll werfen. Sasang ci početi za nekoliko minuta. Das Treffen wird in wenigen Minuten beginnen. Das Treffen wird in wenigen Minuten beginnen. Wann beginnt das Treffen? Wann beginnt das Treffen? Das Treffen wird in wenigen Minuten beginnen. Ne možete uvek izgledati savršeno. Man. Man kann nicht immer perfekt aussehen. Man kann nicht immer perfekt aussehen. Izgledati. Najviše mi se sviđa ova slika. Dieses Bild gefällt mir am besten. Dieses Bild gefällt mir am besten. Welches Bild? Gefällt dir am besten? Quasi se kad se najviše dopada. Welches Bild gefällt dir am besten? Dieses Bild gefällt mir am besten. Dao nam je svoje dokumente. Hat uns seine Dokumente gegeben. Wo sind seine Dokumente? Seine Dokumente. Hat uns seine Dokumente gegeben. Ob ein neues Telefon. Es ist ein neues Handy. Es ist ein neues Handy. Und wo ist sie? Ja, warte, ne, die Schlakutsche. Sie ist wahrscheinlich nach Hause gegangen. Wo ist sie? Sie ist wahrscheinlich nach Hause gegangen. Okay, nadam se uspešno prevedeno. Vidimo se. Tschüss.